Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Informationen, die Tanya mitgebracht hat, waren von unschätzbarem Wert. Würden Sie das nicht auch sagen, Stavros? Ja. Unsere Analyse ist fast fertig. Nein, 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 bleiben Sie sitzen. Ich bin spät dran. Es tut mir leid. Meine Uhr ist kaputt. Professor Einstein. Ja. Es ist mir eine Ehre. Aha. General Nikos Stavros. Angenehm. Professor, darf ich Ihnen den Commander vorstellen, der Sie gerettet hat? Ah. Commander, das ist Professor Albert Einstein. Ja, ja, sehr aufregend. Diese Aufklärungsbilder wurden in einer G-Zone nahe der Ägäis gemacht. Professor, können Sie vielleicht irgendwelche Details interpretieren? Ja, nach allem, was ich gelesen habe, ist das Stalins Hauptforschungslabor. Die arbeiten an einer neuen Art von Abwehrwaffe. Oh ja, 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 genau das ist sie. Der eiserne Vorhang. Er basiert auf Teslas Theorie von schwingenden Molekülen unter der Einflussnahme ja, einer besonderen... Was genau tut der eiserne Vorhang? Tun? Naja, nach der Theorie macht er offenbar Gegenstände unverwundbar. Ein Fahrzeug oder Gebäude, das diesem Effekt unterliegt, ist theoretisch nicht mehr zu beschädigen. Unglaublich! Ich wusste ja, dass Teslas Experimente mit solchen... Vielen Dank, Professor. Das ist alles, was wir wissen wollten. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets weiter nach diesem Gerät forschen. Was wissen wir sonst noch über das Forschungslabor Stavros? Nikos, könntest du deine persönlichen Verluste mal für einen Moment vergessen, bitte? Ja, natürlich. Außer zur Forschung und Entwicklung dient diese Basis auch als Anlaufstation für sowjetische U-Boot-Aktionen, deshalb auch die starke Cyborg-Präsenz. Soweit wir das sagen können, wird hier der einzige existierende Prototyp des Eisernen Vorhangs aufbewahrt. Wir wissen allerdings nicht, ob er schon funktioniert. Commander, Ihr Auftrag ist klar. Verschaffen Sie sich Zugang zur Basis und zu den Labors und vernichten Sie alle Unterlagen und Prototypen dieses Eisernen Vorhangs. Ja, moin, moin, herzlich willkommen zur Mission 6b. Wir müssen den eisernen Vorhang aufhalten. Beziehungsweise zerstören, das machen wir natürlich auch. Wir kriegen unsere Verstärkung. Hier oben sehe ich schon Erz. Das heißt, wir werden irgendwo in der Nähe vom Erzfeld aufbauen. Dass wir direkt etwas abarbeiten können. Neue Bauoption. Optionen weiter, guck da mal bitte nach. Den Infanteristen scoute ich mal die andere Seite. Abgeschlossen. Neue Bauoption. Ja, hier geht's sogar runter. Okay. Interessant. Oh, hier werde ich auch beschossen. Oh, hier ist eine Basis. Okay. Unser Stützpunkt wird an. Okay, die haben aber nur eine kleine Baracke da. Können wir die ausschalten? Ja, könnten wir. Oder fehlt mir eigentlich noch ein bisschen Truppen für, hätte ich gesagt. Gucken wir mal, dass wir es trotzdem hinkriegen. So, der steht hier schon mal perfekt. Hier, von hier rechts kommen auch noch Truppen, interessanterweise. Neue Bauoptionen. Ja, Sir, wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. So, dann können wir jetzt eine Radarstation bauen. Dann können wir auch mal ein bisschen was sehen. Okay, die bauen sogar Einheiten hier unten. Das ist natürlich nicht so gut. Da oder muss ich gleich mal ein paar Abwehrtürme bauen, so ein Tarnbunker oder sowas.
Hier unten geht's nicht weiter. Abgeschlossen. Melde mich wiederholen. Neue Bauoptionen. Melde mich auch wiederholen. Wir können sogar Flakstellung bauen. Interessant. Ja, Sir. Sofort. Bereit zum Einsatz. Bauen Sie Ihre Basis, schleusen ein Spion das gegnerische Technologie-Center ein. Hier sehe ich hier noch nicht. Vielleicht ist das hier unten irgendwo versteckt. Wird gebaut. Hier brauchen wir erstmal Verteidigung. Wobei Panzer kann der gar nicht bringen. Einheit verloren. Wird gebaut. Ja, ich brauche definitiv ein paar Panzer. Beziehungsweise auch einen Tarnbunker. Ja, aber gut, wenn ich nicht meinen Erzarbeiter verliere. Gestoppt. Ja, Sir. In Ordnung. Sehr gern. Natürlich. Sehr gern. Jawohl. Sofort. Sehr gern. So, den haben wir getriggert, dass er uns verfolgt. Konstruktion abgeschlossen. Ja, in Ordnung. Sir. Melde mich wie sofort. Bereit zum Rest, Sir. Bereit zum Rest. Ein Raketenwerfer sollten den eigentlich ohne Probleme besiegen. Und wir bauen eine zweite Erzraffinerie, dann kriegen wir automatisch einen zweiten Sammler. Gestoppt. So, Panzer kann ja nur noch der eine kommen. Da brauche ich dann vielleicht noch ein paar Raketeninfanteristen gegen. Aber die sind eigentlich schon ziemlich stark gegen Panzer. Da brauche ich jedenfalls keinen Geschützturm bauen. Dann mache ich das lieber mit mobiler Infanterie, da bin ich ein bisschen flexibler. So, hier rechts ist auch noch ein bisschen Erz. Hier unten ist Erz, also Erz gibt es hier definitiv reichlich. Das ist doch schön zu sehen. Konstruktion abgeschlossen. Ich baue aber jetzt definitiv meine Waffenfabrik. Das muss ich die ganze Zeit mal machen. Ah, sehr gut. Die Jack haben wir auch abgeschossen. Ich würde auch mal ganz gern Spion bauen und die hier unten reinschicken. Dann kann ich nämlich, ich glaube, hiermit die Karte aufdecken und... Ich weiß gar nicht, was bei der Baracke ist. Ich glaube, dann kann ich nur sehen, was der Gegner bauen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Ja, das dauert hier ein bisschen. Einheit bereit. Bereit zum Einsatz. Warte Ihre Befehle. Gebäude in Betrieb. Ah, okay. Konstruktion abgeschlossen. Hier hinten habe ich was aufgedeckt. Einheit interessant. Verloren. Okay, ihr solltet vielleicht hinter dem Schutzsturm bleiben. Das war nicht ganz so clever. Gebäude infiltriert. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ja, ich würde sagen, wir bauen nochmal zwei Erztransporter, dass wir auf 4 kommen. Beziehungsweise 3 und eine zweite Erzfabrik. Gestoppt. Wird gebaut. Die baue ich dann gleich hier unten hin. Wird gebaut. Sehr gern. Die Infanteristen kann ich unten weiter erkundigen. In Ordnung. Sofort. Sehr gern. So, was hat mir das gebracht? Ich weiß es gar nicht, ob mir das was gebracht hat, hier reinzuschicken. Auf alle Fälle können wir jetzt hier die Basis sehen. Hier unten ist viel Energie. Vielleicht können wir die vom Wasser ausschalten. Einheit bereit. Der Bauhof ist auch nah am Wasser. Das wird vermutlich das Technologiezentrum sein. Aber hier ist auch noch eins. Konstruktion abgeschlossen. Hier sind 3, okay. Interessant. Neue Bauoptionen. Ja. Wird gebaut. Ich baue dann hier die Raffinerien hin. Gestoppt. Vielleicht kann ich auch einen hier unten hinbauen. Hier können wir mal ein bisschen weiter erkunden. In Ordnung. In Ordnung. Beziehungsweise mal ein paar Panzer bauen. Die kann ich so oder so gebrauchen. Und damit kann ich gleich hier die Gebäude zerstören. Sehr gern. In Ordnung. Sofort. Der macht sie hier wirklich bezahlt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Der Tarnbunker. Okay, hier unten ist eine Menge Geld. Also an Geld wird es mir vermutlich nicht mangeln. Sofort. Ist hier interessant. Deckt gegnerische Infanterie das Gebiet auf? Abgeschlossen. In Ordnung. Habe ich das durch den Spion bekommen? Dass ich jetzt sehen kann, was der Gegner aufdeckt? Das wäre ja witzig, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht
Das ist, wie es im Multiplayer normalerweise abläuft. Einheit verloren. So, haben wir eins links, eins rechts. Tatsächlich. So, und meine Harvester laufen schon wieder in ihren eigenen Tod. Das müssen wir natürlich verhindern. Das machen wir am besten, indem wir die Flammtürme hier einmal ausschalten. Okay, der Gegner ist clever genug. Du fährst dich einmal reparieren. So, ein Flammturm haben wir kaputt bekommen. Dann machen wir den anderen jetzt auch nochmal kaputt. Einheit verloren. Brauchen wir noch was an Gebäuden? Eigentlich nicht so wirklich. Ich könnte höchstens noch einen zweiten hier unten hinbauen. Also eine Erzraffinerie. Aber ich glaube, das mache ich ganz einfach, indem ich die Gebäude einnehme. Dann habe ich hier nämlich einen Bauradius und von da kann ich dann hier direkt eine Erzraffinerie hinbauen. Er hat meine Energie zerstört, das ist natürlich gemein. Ja, Sir, bestätigt. Gestoppt. Ja, Sir, in Ordnung. Wird gebaut. Einsatzfahrzeug, bestätigt. Einheit bereit. Dann stopp das mal bitte. Ja, Sir, bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Gestoppt. Ja, Sir, so, die Engineers kommen hier schon mal runter, ihr beschädigt die mal bitte. Wird gebaut. Da habe ich hier gleich einen Bauradius und kann dann hier gleich einen hinpflanzen. Und ich kann jetzt sogar sowjetische Infanterie bauen. Okay, vielleicht nicht unbedingt die Engineer jetzt verlieren. Und das bringt mir eigentlich nichts. Das kann ich gleich verkaufen. Ich warte nur noch kurz, bis ich den Bildradius hier ausnutze. Dann kann ich nämlich eine hier hinbauen und eine hier hinbauen. Also Erzraffinerie natürlich. Abgeschlossen. Ich einmal gerade das hier kaputt machen. Bestätigt. In Ordnung. Melde mich wie bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Wunderbar. Das verkaufen wir. Dann bauen wir hier eine Werft hin und dann bilden wir schon mal. Das ist so ein bisschen anstrengend. Wird gebaut. Ich glaube, 4 Stück brauche ich, um das zu one-shotten. Einheit bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wir können Raketenkreuzer bauen. Ich meine aber eigentlich, dass das Kanonenboote sind. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Diese Flugzeuge, ne, sind wirklich anstrengend. Wird gebaut. Energieniveau kritisch. Aber gut, wenn ich weiß, dass sie meine Energie immer angreifen, dann sollten wir da ja eigentlich was gegen machen können. Jawohl. Jawohl. Einheit bereit. Wird gebaut. Ja, Sir. Die werden bestimmt U-Boote im Wasser sein. Deswegen bauen wir ein paar mehr Raketenkreuzer. Konstruktion abgeschlossen. Ja, jetzt baut hier unten auch welche. Wie viel hat er denn davon? Eigentlich nur eine, ne? Einheit bereit. Wird gebaut. Wird repariert. Einheit bereit. Wird gebaut. Dann bauen wir hier noch eine Erzraffinerie hin. Hier rechts können wir abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Die links lasse ich, weil hier ist so ein erzproduzierendes Feld. Unser Stütz. Da kommen auch schon die U-Boote. Bestätigt. Aber wir haben jetzt auch genug Schiffe. Wir haben mal ein bisschen auf U-Boot-Jagd, würde ich sagen. Wir bauen mal ein paar Landungsboote. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Jedes Landungsboot passen 5 Einheiten, also ich würde sagen 3 Stück. 15 Einheiten klingt nach einer guten Anzahl an BMPs. Einheit bereit. Bestätigt. In Ordnung. Ja, dass der Erz drauf ist. Abgeschlossen. Oh, hier kommt sogar ein Landungsboot. Überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt.
Unser Stützpunkt wird angegriffen. Na komm, schafft ihr das noch? Marineeinheit verloren. So, einfach platt gefahren. Da kommt das Flugzeug wieder. Ich weiß nicht, ob der die aktiv dodgt oder... Aber dann stelle ich sie nach hier unten. Mal sehen, ob ich sie dann treffe. Er muss ja das Ding zumindest nachbauen. So, hier können wir jetzt endlich mal die Erzwaffner hinbauen. Hier rechts können wir nämlich auch abreißen. Nehmen wir ein bisschen Geld zurück. Wir bauen ein paar Panzer. Gehen weiter auf U-Boot-Jagd. Wird gebaut. Wird repariert. Ja, Sir. Einheit bereit. In Ordnung. Ja, ich baue nochmal ein Kraftwerk, das wird irgendwie immer angegriffen. Marineeinheit verloren. Und diese U-Boote sind echt krass. Ich glaube, ich werde definitiv mehr Raketenkreuzer bauen. Marineeinheit verloren. Einheit bereit. Scheiße, ich keine schweren Kreuzer oder Kruse heißen. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Gibt noch so eine stärkere Variante. Marineeinheit verloren. Kosten ja eigentlich 500, okay, sind billig. Ist billiger als ein Panzer. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichende Finanzmittel. Ich baue da jetzt eine Flakstellung hin, das reicht mir jetzt. Irgendwie sind die nie da, wo ich meine Raketentruppen hin stationiere. Wird repariert. Konstruktion abgeschlossen. Hab ich euch nicht alle runtergeschickt? Einheit bereit. Ja, Sir, natürlich. Ja, Sir, in Ordnung. Einheit bereit. Die Tesla-Spule ist natürlich ein Problem. Die schießt mir meine Boote ab. Einheit bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sehr gut. Ich baue doch nochmal einen Bunker dahin. Für den Fall, dass er ein Flugzeug abschießt. Dann kommt da nämlich ein Infanterist raus. Marineeinheit verloren. Wollen wir das vielleicht ein bisschen dodgen? Einheit bereit. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. In Ordnung. In Ordnung. Marineeinheit verloren. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, mir geht so ein bisschen das Geld aus, ehrlich gesagt. Hier steht auch alle so ein bisschen im Weg. Könnt ihr es vielleicht ändern? Ist hier rechts ein Landungspunkt? Nicht wirklich, ne? Nee. Wird gebaut. Einheit bereit. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Ich schicke die mal zurück, damit die reparieren können. Sonst sind die nämlich Two-Shot. Ja, Sir. Einheit bereit. Wird gebaut. Bestätigt. Gestoppt. Genau deswegen nämlich. Abgebrochen. Wird repariert. Wird repariert. Bestätigt. Einheit bereit. Ja, wird Sir. Gebaut. Bestätigt. Bestätigt. Landen die sogar schon hier unten? Bestätigt. Richtig clever. Unzureichende Finanzmittel. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich mal in die Offensive übergehen. In Ordnung. Ach, schick mal runter, was soll der Geiz? In Ordnung. Bestätigt. Einheit ja, Sir. Bereit. In Ordnung. Wird ja, gebaut. Bestätigt. Wird repariert. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Wird repariert. Ja, Sir. Einheit repariert. In Ordnung. Mal, dass ihr hier runterfahrt und die Energie ausschalten könnt. Das wäre das Optimalste. Ihr Einsatzfahrzeug. Ansonsten hier einmal landen bitte und die Panzer einladen. Der geht oben zum Reparieren. Wird gebaut. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung. Einmal bitte alle voll machen. Oh. Das ist ein U-Boot. In Ordnung. Einheit in Ordnung. Wird gebaut. Das ist ja süß. Das
für eine schwache Kanone die haben. Dieser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, so schnell konnte ich das Ding gar nicht reparieren. Wird gebaut. Macht aber nichts, die können wir auch einfach nachbauen. Wird repariert. Erwarte Ihre Befehle. Einheit bereit. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Einheit bestätigt. Verloren. Die nicht mal aufhören anzugreifen, das wäre sehr nett. Einheit repariert. Ihr Einsatzfahrzeug. Neue Bauoption. Ja, Sir. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Okay, einmal bitte runterfahren und den V1 zerstören. Wunderbar. In Ordnung. Na, doch nochmal verloren. Schade. Eigentlich gehofft, dass ich den noch retten kann. Ja, Sir. In Ordnung. Dem war leider nicht so. Ja, Sir. Jetzt habe ich eins schon mal kaputt gekriegt. Wenn er das nicht nachbaut, dann müsste ich das damit ausschalten können. Ja, in Ordnung. Okay, du lass dich mal reparieren, bestätigt. Bitte. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Ja, ich muss ja keine halb kaputten Panzer hier einladen, das tut's ja nicht in Not. Gebaut. Melde mich bestätigt. Da kommen die sogar auch noch dran. Das ist natürlich perfekt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Wir brauchen Silos. Wir brauchen keine Silos. Wird gebaut. Ja, Sir, sehr gern. Wir brauchen Silos. Sofort. Einheit bereit. Ja, Einheit repariert. Konstruktion abgeschlossen. Oh, einmal einladen, dann geht's los. Dann haben wir die vier nämlich voll. Ja, Sir. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Ich denke mal, das wird ja wohl reichen. Wird gebaut. Hier kommen. Konstruktion abgeschlossen. Na, es geht ganz knapp. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. So, kann ich irgendwo anders landen? Einheit nicht so wirklich, ne? Natürlich ein Problem, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch ein U-Boot war. Das müssen wir natürlich erstmal zerstören. Wird repariert. Einheit bereit. Wird da ist es auch schon. Ja, Sir. Bestätigt. Einmal bitte zerstören. Wunderbar. Und die Tesla-Spule scheint ausgeschaltet bestätigt. Zu sein. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Zerstört mal den Bauhof, bestätigt. Wenn wir schon mal hier sind. In Ordnung. Also ihr könnt erstmal die Werft und dann den Bauhof zerstören. Unser Stützpunkt ah, wir können jetzt hier auch einmal landen. In Ordnung. Mit denen scout ich mal hier oben, falls hier doch nochmal eine zweite Landefläche ist. Ich sehe sogar eine. Die nehmen wir dann natürlich, weil hier direkt vor den Truppen ist nicht so hundertprozentig. Natürlich schwierig, der lässt mich hier nicht in Ruhe. Der Mammutpanzer. Wird gebaut. Marineeinheit verloren. Einheit verloren. Hier ist zumindest kein U-Boot mehr. Wir brauchen Silos. Sag mir nicht mal, was wir Silos brauchen, das stimmt doch gar nicht. Einheit verloren. Wir brauchen Silos. Bestätigt. Wird gebaut. Ja, Sir. Marineeinheit verloren. Melde mich wie befohlen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit bereit. Habe ich die echt noch verloren? Das gibt's doch nicht. Einheit verloren. Ja, bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Unser Stützpunkt ist angegriffen. Ja, es lohnt sich nicht, die Dinger zu bauen. Die halten aber nicht genug aus. Einheit verloren. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Bestätigt. Ja, in Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. In Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Wird ja, gebaut. Bestätigt. Na komm, haltet ihr mal bitte auf. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Tut ja nicht Not, dass er den Panzer jetzt auch noch zerstört, oder? Einheit bereit. Darf ich jetzt ausladen? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, wird Sir. Gebaut. Bestätigt. Unzureichende Finanzmittel. Melde mich wie geschafft. Konstruktion abgeschlossen. Hier, die Kohle geht mir nämlich schon aus. Das ist natürlich ungünstig. Aber Einheit verloren. Einheit
verloren. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Gucken wir mal, dass wir die Schlacht auch gewinnen. Definitiv den Bauhof zerstören und die Waffenfabrik. Schießen wir uns zum Waffenbauhof durch, würde ich sagen, und zerstören dann die Waffenfabrik. Dann haben wir das auch mit dem Panzervorstoß hier gelöst, soweit. Wunderbar. Mammutpanzer können wir gleich noch zerstören. Wir brauchen auf alle Fälle noch genug Finanzmittel für die Spione, weil unser Ziel ist eigentlich, glaube ich, gar nicht die Basis zu zerstören, sondern nur Spionieren zu schicken. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt nötig ist, was ich hier tue, aber gut, jetzt haben wir es gemacht. Ja, gerade erst eingefallen, dass wir das, glaube ich, gar nicht als Ziel haben, das hier zu kaputt zu machen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Also können wir zumindest die Hunde zerstören, dann können die mir nicht in die Quere kommen. Er hat verloren? Wovon denn? Okay, das kann ich verkaufen. Gebäude verkauft. Das kann ich verkaufen. Einheit bereit. Wird gebaut. Bitte, Commander. Und ich muss sie natürlich auch zurückschicken. Bestätigt. Unzureichende Finanzmittel. Ja. Unzureichende Finanzmittel, ich weiß. In Ordnung. Ja, Sir. Das ist aber kein Problem. Wir können nämlich das hier Geld stehlen, indem wir da einen Spion reinschicken. Bestätigt. Das sollte unsere Finanzprobleme definitiv lösen. Deswegen habe ich die auch nicht zerstört, dass sie noch weiter schön Geld sammeln. Ja, Sir. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die könnten wir eigentlich auch einladen. Haben wir da echt nochmal die Energie da oben zerstört. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug. Wo ist mein Spion? Bitte, da oben. Melde mich in Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Bitte, Commander. Für Königin und Vaterland. Ja, Sir. Sehr gern. Ihr dürft hier runterfahren. Ja, Sir. In Ordnung. Der fährt hier rüber und mit dem stehle ich erstmal das Geld. Dann sollte ich auf alle Fälle genug Geld haben für die restlichen drei Spione. Ja, Sir. Und dann haben wir das nämlich auch gewonnen. Und zusätzlich werde ich hier auch nochmal Geld absammeln. Man weiß ja nie, dass das auf alle Fälle klappt mit dem Geld. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Die sollten mir eine schöne große Ladung Moneten bescheren. Und die auch, die müssen eigentlich randvoll mit Geld sein. Melde mich, wie befohlen. Ihr Einsatzfahrzeug. Bitte, Commander. Oh, in der Tat. Unzureichende Finanzmittel. Ja, Sir. Kann ich das nämlich auch mal zeigen, wie das ist, wenn die Geld stehlen? Primärbauwerk ausgewählt. Mal sehen, wie viel wir da kriegen. Ja, Sir. Gebäude infiltriert. Ach, stimmt. Nee, das ist mein Fehler. Der Spion zeigt das Geld an. Es gibt nochmal eine extra Einheit, den Dieb. Der klaut das Unser Geld. Stützpunkt wird angegriffen. Da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Aber klar. Gut, dass ich hier den Backup gebaut habe. Hatte ich das falsch im Gedächtnis? Ja, stimmt. Es gab, glaube ich, noch irgendwie so eine Diebeseinheit. Die war auch, glaube ich, nicht unsichtbar im Gegner zum Spion, also für den Gegner. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie bestätigt.
Ja komm, ladet mal das Geld ab. Ich möchte meine Spione bauen. Wollt ihr hin? Dann weiß ich, lade sie alle gleich ein, aber die fahren, ich weiß gar nicht, wo sie hinfahren. Irgendwo fahren sie hin. Brauche ich sogar schon Silos? Also ich sag ja, Geld habe ich mehr als genug. Stellen wir nochmal die letzten Gebäude. Wir brauchen Silos. Achso doch, ich habe da runtergeschickt. So, die gehen jetzt hier im Eiltempo bitte. Wir haben ja schon genug Zeit verschwendet auf der Karte. Das werde ich definitiv anders machen in der zweiten Variante dieser Mission. Ich habe da auch ehrlich gesagt, als ich die Armee hier oben gelandet hatte, in dem Moment fiel mir ein, dass wir, glaube ich, einfach nur die Spione reinschicken müssen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Energieniveau. Ich wünschte, ich hätte vorher dran gedacht, hätte ich den ganzen Quatsch nicht machen müssen. Wird gebaut. Bitte, Kommandant, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Bin bereits unterwegs. Bitte, meine, das müsste nämlich jetzt schon reichen. Ja, gut, dass ich die nicht zerstört habe, wenn mich das nämlich... Ich glaube, wenn man die zerstört, verliert man nämlich direkt. Gebäude infiltriert. Erstes Einsatzziel erreicht. Ach so, zerstören sie also jetzt schon ein Gebäude. Nee, dann war das doch ein Einsatzziel. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Gebäude infiltriert. Dann haben wir alles richtig gemacht. Wusste doch, ich konnte mich noch grob dran erinnern, dass ich diese Basis mal irgendwann zerstört habe, vor Ewigkeiten, also wirklich. Stimmt schon, 20 Jahre her gefühlt. Aber gut, ich habe damals einfach generell alles zerstört, einfach aus Spaß an der Freude, nicht weil es jetzt unbedingt nötig war. Von daher war das jetzt kein Garant dafür, dass das wirklich ein Missionsziel war. Aber tatsächlich. So, und damit müsste das letzte Gebäude fallen und wir haben das Spiel gewonnen. Würde ich sagen, bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise der B-Variante dieser Folge. Und ja, ich sage mal ciao, ciao.